Guten Morgen und willkommen zum Gospel Loft heute Morgen. Wir sind in der Apostelgeschichte und wir kommen zum zweiten Teil des dritten Teils. Ein neues Thema kommt zur Tafel. Dieses Thema verändert das ganze Bild, welches die religiöse Gemeinschaft sich geschaffen hat. Jesus hat es uns gepredigt in der Bergpredigt. Aber der geistliche Verstand war noch nicht vorhanden. Und wir wollen beginnen mit dem Text Apostelgeschichte 2, Verse 1 bis 4. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es schienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer. Und er setzte sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Erster Untertitel. Und als der Pfingsttag gekommen war. Na, 10 Tage waren verflossen seit der Himmelfahrt Christi. Wiederum war es in der Fülle der Zeit, dass sich etwas ganz Neues offenbarte. Der Heilige Geist war gekommen. Das Warten in Jerusalem hatte sich gelohnt. Etwas von größter Wichtigkeit für die Menschheit hatte sich ereignet am Tag der Pfingsten. Die allgemeine christliche Gemeinde sieht es als etwas, das man einmal im Jahr feiert, ohne geistliche Hingabe. Es ist für sie etwas Ähnliches wie das Abendmahl. Man erinnert sich an etwas, das vormals geschah, als ob der Heilige Geist wieder zurückgerufen wurde. Sie alle waren an einem Ort beieinander, sagt Lukas. Vielleicht ist es genau das, was heute fehlt. Oft sind wir an vielen Orten und dazu noch auseinander, jeder mit seiner Meinung. Ein paar Jahre später schreibt Paulus an die Korinther im 1. Korintherbrief, Kapitel 14 und Vers 1, strebt nach der Liebe, bemüht euch um die Gabe des Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede. Ich habe die Worte bemüht euch unterstrichen. Wer bemüht sich heute nach der Gaben des Heiligen Geistes und vor allem der prophetischen Rede? Wo ist das Versprechen geblieben, als Jesus uns seine Taufe mit Feuer bringen wollte? Die Jünger waren alle an einem Ort, mit großer Erwartung. Sie wussten ja nicht, welche Form der Besuch des Heiligen Geistes annehmen würde. Und dann plötzlich geschah es. Da steht geschrieben, und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel. Die Taufe des Heiligen Geistes ist nicht etwas, das langsam auf uns zukommt, sondern eine gewaltige Macht aus dem Himmel, die auf uns zukommt. Da gibt es ein starkes Lobby gegen diese Taufe. Denn Theologie kann es nicht zu uns bringen. Am Tag der Pfingsten waren es 120 Menschen, die Jesus kannten, welche beieinander waren, im Gebet und auf ein Ereignis warteten. Na, wenn unsere Erwartung auf Christus gerichtet ist, dann geschieht immer etwas Außergewöhnliches. So war es auch an jenem Pfingsttag. Ein Brausen wie von einem mächtigen Wind erfüllte das ganze Haus. Es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie Feuer. Er, der Heilige Geist, setzte sich auf jeden. Johannes der Täufer hatte schon davon gesprochen, da kommt einer nach mir, der wird euch mit Feuer taufen. Und es geschah im oberen Gemach in Jerusalem, wie es auch der Herr vorausgesagt hatte. Da ist immer eine Manifestation, wenn der Heilige Geist einen Menschen berührt. Und die Opposition hasst es. Gleich den religiösen Schriftgelehrten, die Jesus hassten.
Und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist, schreibt Lukas. Und sie alle sprachen in Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es war der Heilige Geist, der ihnen gab, auszusprechen, und nicht ein dämonischer Geist. Wenn heute jemand in Zungen redet, ist es eine große Kompanie von Calvinisten, die schreien, es ist vom Teufel. Es wäre viel besser, sie würden sich bemühen um die Gaben des Geistes, anstatt solche gefährlichen Worte gegen den Geist auszusprechen. Die Pharisäer taten es mit Jesus und beschuldigten ihn, die Wunder zu tun im Namen vom Beelzebub. Seine Antwort war ganz deutlich, lästert nicht den Heiligen Geist, denn es wird euch nie vergeben werden. Und dann kommen wir zu Verse 5 bis 6. Es wohnten aber in Jerusalem Juden. Die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt. Denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Und hier der Untertitel. Es wohnten aber Juden in Jerusalem aus allen Völkern unter dem Himmel. Juden aus allen Teilen des Römischen Reiches kamen nach Jerusalem für die Festzeit. Viele hatten die Sprache aus dem Land, wo sie geboren waren. Und Hebräisch war nur die Sprache in der Synagoge. Es war jedoch nicht nur das Brausen, sondern auch die Zungenrede, welche die Menge bestürzte. Hier trennen sich die Meinungen in alle Himmelsrichtungen. War es eine Person, die redete und jeder verstand sie in seiner Sprache? Oder waren es verschiedene Personen, die jeder in einer anderen Sprache sprachen? Was auch immer geschah, es war ein Wunder. Später, im ersten Brief an die Korinther, gibt Paulus mehr Erklärung über Zungenrede. Und das ist im 14. Kapitel vom ersten Korintherbrief. Ich habe ein Video gemacht über die allgemeine biblische Zungenrede. Und wir wollen hier nicht weiter darüber sprechen. Dann kommen wir zu Verse 7 bis 11. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, sind nicht alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater und Meder und Elamiter und die, wir wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kappadokien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, in Libyen und Einwohner von Rom. Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sind sie nicht alle Galiläer? Es scheint, als ob die Galiläer anders sprachen als die Einwohner aus Jerusalem. Wahrscheinlich ein aramäischer Dialekt. Wir lesen etwas davon, als Petrus am Hof des Hohenpriesters war und Jesus verleugnete. Das Dienstmädchen sagte, dass auch er ein Jünger von Jesus sei, denn er spreche wie ein Galiläer. Aber auch das ist nicht von großer Bedeutung. Vielmehr war es, dass sie es in ihrer Muttersprache hörten. Es war die erste mächtige Demonstration des Heiligen Geistes im Leben der Apostel und deren Zuhörer. Die Geografie, von woher alle diese Menschen kamen, ist weit und breit. Von Rom bis Babylon und bis Nordafrika. Und dann kommen wir zu Verse 12 und 13. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll des süßen Weins. Sie sprachen von den großen Taten Gottes. Und das ist der Kern der Sache.
Die Zuhörer rund um sie waren alles gottesfürchtige Männer, Pilger aus allen Ecken des Römischen Reichs, die zur Festzeit nach Jerusalem kamen. Sie waren verwundert über die Sprachen, aber auch über den Inhalt, was gesprochen wurde. Die Redner waren außer sich und voller Lob und Preis. Die größte der wunderbaren Taten war die Bekanntmachung der Erlösung von Sünden, die Gott, der Herr, durch den Christus an sie und an uns geschenkt hat. Die Reaktion wäre heute wahrscheinlich ganz ähnlich, sollten wir jeder die Predigt in seiner Muttersprache verstehen. Andere aber hatten ihren Spott, schreibt Lukas. Sie waren alle verwundert, steht geschrieben. Sicherlich auch die Spötter. Wenn der Heilige Geist auf eine Person kommt, gibt es allerhand Manifestationen. Und es gibt einen guten Grund dafür, weil Fleisch und Blut fühlt sich unwohl in der Gegenwart eines heiligen Gottes. Es ist aber auch nichts Neues im Alten Testament. Wir haben Propheten, die mit dem Heiligen Geist konfrontiert wurden und es drückte sich aus in ihrem Benehmen. Wir wollen etwas lesen im Jesaja 61. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und sein Saum füllte den Tempel. Und dann Verse 3 bis 5. Und einer rief zum anderen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus war voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Jesaja sprach: Ich vergehe, als der Tempel sich füllte mit dem Heiligen Geist. Etwas Ähnliches geschah an der Einweihung des Tempels von Salomon. Die Priester konnten nicht auf ihren Füßen stehen. Ja, auch Daniel hatte eine solche Erfahrung am Fluss Hedekel. Daniel 10, Vers 8. Ich blieb allein und sah dies große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Seine Mitmenschen, die mit ihm waren, rannten weg und versteckten sich aus reiner Angst. Im Neuen Testament haben wir ein Beispiel in der Offenbarung, Kapitel 1 und Vers 17. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Die Gesellschaft wird immer geteilt sein, wenn es um den Heiligen Geist geht. Einige werden ihn suchen und andere werden ihn lästern. Einige entnehmen ihm die Persönlichkeit und andere seine Göttlichkeit. Einige verleugnen die Geistesgaben und einige missbrauchen ihn. Wir müssen jedoch vorsichtig sein, wenn wir uns über ihn äußern. Wir haben sogar bekannte Prediger, die sagen, dass die Zungenrede vom Teufel sei. Sie haben keine Ahnung, was sie sagen und was für Konsequenzen solches für sie haben kann, wenn sie dem Teufel das Werk des Heiligen Geistes zusprechen. Sie taten es mit Jesus und er gab ihnen die schreckliche Antwort: Blasphemie gegen den Heiligen Geist ist eine Sünde, die nicht vergeben werden kann. In unserem Text spotteten einige und sagten, es sei der Alkohol der Rede und nicht der Heilige Geist. Lasst uns ein bisschen daran erinnert werden, was hier auf dem Spiel liegt. Und dann bis zum nächsten Mal. Gott segne euch. Amen.